Oh, Schütze, du traust dich tatsächlich, den nächsten großen Schritt in deinem Leben zu machen. Herzlichen Glückwunsch. Schütze, was geht ab? Ich hoffe, du bist wohlauf. Das ist eine Dekodierung für August. Liebe, Karriere, Geld und Seelenplan werden wir betrachten. Dafür werde ich gleich vier Karten ziehen aus den drei verschiedenen Decks. Ich bin Xenia, der Funky Oracle, das Orakel für höhere Timeline, das Leben deiner Träume. Ich versuche so, das beste Outcome für dich in dieser Legung rauszufischen. Ich hoffe, du bist auch für das beste Output für dein Leben, so dass wir uns hier verstehen. Die königliche Energie ist so ein bisschen in der Luft. Jeder wird auf sein Herz und Nieren getestet. Das ist die Energie, die ich für August sehe. Und ich bin sehr gespannt, was das Leben für dich vorbereitet hat. Bevor wir allerdings jetzt mit dem Aufdecken beginnen, möchte ich in eigener Sache unsere Webseite empfehlen. Dort kannst du mit mir in Kontakt treten, deine persönliche Dekodierung bekommen und dein persönliches Audio oder ein Themenaudio aus dem Shop rausfischen. Diese Audios mögen dir zu deiner ruhigen Attitude beitragen. Wir haben sie aktuell in 5 verschiedenen Themen für euch da, bald auch im Englischen. Kannst du dir gerne anschauen, alles ist beschrieben und man kann auch 30 Sekunden reinhören. Wir beginnen, Liebe. Und die Nummer 10, 10 der Stäbe. Sehr gut, ich decke gleich alles auf. Karriere, Transformation, oioioioi, alright. Zweimal doppelte transformative Energie. Geld, 2 der Stäbe, wieder mal Stabenergie, Licht, sehr gut. Aha, ja, es geht um die Idee, um das Ideenreichtum. Und der Turm. Bei dem Turm kannst du dir gerade auch die Wagenlegung angucken, weil Waage hatte genau den Turm auch an der gleichen Stelle. Nun beginnen wir. Thema Liebe. Eine transformative Energie herrscht in der Luft. Das Leben möchte das Beste von dir. Du hast irgendwie ein bestimmtes Image dir mittlerweile aufgebaut. Ja? Wir reden hier von, du wechselst von deinen 20ern in deine 30er. So, ja? Oder du bist nicht mehr Single, du bist in einer Beziehung und eine Frau verändert sich auch dadurch. Du bist in einem bestimmten Alter, du bist in einer bestimmten Position. Hier geht es um deinen Charakter. Und dein Charakter, dieser vielleicht eine bestimmte oder generell deine Persona, hat so einen gewissen Reifegrad erreicht. Das muss bitte unbedingt auch styletechnisch ergänzt werden, sage ich jetzt von Frau zu Frau. Alleine deswegen, weil damit du Bock auf deine neue Zeit hast. Weil was ich glaube, was auch oft passiert, also ganz blöder Grund, weil warum wir manchmal nicht schon in der neuen Lebensphase sind. Alleine, weil wir einfach nicht wissen, was wir tragen. Also wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal festgestellt habt. Die Lösungen sind manchmal so die dümmsten irgendwie, auf die man gar nicht kommen würde, weil die so selbstverständlich sind. Ach so, ja, ich muss ja natürlich Müll erst wegschaffen, damit ich die Küche sauber machen kann. Ja? Und man liegt aber einen halben Tag irgendwie rum, weil man irgendwie diese Küchenaufgabe gerade vor, dann ganz, ganz, ganz schwer vor sich hat, irgendwie als ganz, ganz große Aufgabe. Also so leichte, simple Wege finden für Alltagssachen. So dass aber, dass du dir dessen auch bewusst bist, ja? Du bist quasi der Akteur, du bist gleichzeitig der Bewunderer und gleichzeitig hast du irgendwie so eine Fähigkeit in dir, dass du diese Erinnerung in dieses Ereignis in Erinnerung, dass dieses Ereignis dir in Erinnerung bleiben wird. Zum Beispiel, dass du so eine ganz banale Sache machst, du gehst in den Shop, du holst dir neue Klamotte und das ist für dich der Beginn der neuen Zeit. Und im Moment freust du dich schon, wenn du im Shop stehst und die Klamotte kaufst, weil du ganz genau weißt, dass mit dieser Klamotte jetzt eine neue Ära beginnt. Ich glaube, ich habe mich noch nie darüber mit einer Frau ausgetauscht, weil ich das Gefühl hatte, dass da versteht mich keiner. Aber ich glaube, da wir heute mittlerweile in diesem Channel auf der Augenhöhe sind, geht's dir auch so. Weißt du, wovon ich rede? Ja, ich habe mir diesen Ohrring gekauft, noch, glaube ich, vor 2 Monaten.
Als ich dachte, ich wäre viel eher da auf dem Channel. Und eigentlich, kurz unter uns, wir sagen, eigentlich trägt man den so. Und ich fand den so krass. Aber der fällt mir ständig runter, seitdem ich zu Hause bin. Also habe ich das umgewandelt. Und ich finde, das sieht noch geiler aus. Und irgendwie ist es so frech, fech. Und das habe ich in dieser Auszeit gekauft. Und da habe ich auch festgestellt, geil, ich freue mich dann auf ein neues Reading, wenn ich weiß, was ich tragen werde. Und dieses neue Outfit ist ganz anders als vom anderen Look. Also irgendwie weiß, glaube ich, jede Frau, wovon ich spreche, dass du so, wo du diesen Moment, wo du denn dich in dem Look siehst und du weißt einfach nur, darauf hast du Bock. Also Schütze, ja. Große Lebensfragen, simple Lösungen. Ich empfehle dir, das vielleicht auch so verspielt zu lösen. Sei diese verführerische, coole Diva, die du immer sein wolltest, weil du die anderen Frauen, die für dich so waren, bewundert hast und du hast dich vermutlich immer gefragt, wie machen die es, wie machen sie es. Und deswegen, auch wenn es hier Stoppenergie ist, was eigentlich Mannenergie ist, möchte ich hier für eine Frau sprechen. Ich glaube, hier möchtest du bitte deine Weiblichkeit einen guten Reifegrad geben und einen neuen guten Look. Ja? Neuer Haarschnitt und alles gehört mit rein, mit dazu. Trau dich. We YOLO, we only live once. Weiß ich nicht, wenn du die Haare abrasieren wirst, mach das. Es ist scheißegal, was die anderen sagen. Wenn du dadurch irgendwie Ekstase bekommst und du weißt einfach nur, das wird dein Durchbruch sein, das kann dir wirklich ehrlich gesagt nicht mal der beste Neurologe erklären, nicht mal der beste Psychologe kann dich davon abraten. Wenn du ganz genau weißt, wie der Ausgang sein wird, weil du endlich diese Formel, dieses Gleichgewicht, du weißt ganz genau, was äquivalent ist, damit du die tut nebeneinander, du weißt, was Äquivalenz bedeutet. Das heißt, wenn für dich nur etwas gut heißt und du das aus der heutigen Position schon einschätzen kannst, dann musst du es, glaube ich, machen. Das wird dir einfach alleine deswegen wahnsinnig viel Zeit sparen. Ja, weil du willst effizient sein. Ich habe durch dich festgestellt, durch dein Sternzeichen, dass Unterbewusstsein eigentlich wahnsinnig faul ist. Und weil quasi Unterbewusstsein alles abspeichert, so sehe ich das, kommt gerade mir das Bild hoch, weil Unterbewusstsein quasi alles abspeichert, was dein Bewusstsein, also Bewusstsein, Überbewusstsein, Unterbewusstsein, Unterleib und Beine. Das heißt, Unterbewusstsein, Intuition und so weiter quasi fängt alles auf, was du schon 10.000 Mal durchgekaut hast. Unser Bewusstsein, das Herz der Lunge, die Neugier möchte immer etwas Neues, immer neue Reize, neue Herausforderungen. So. Und irgendwann ist aber auch alles Neue zerschreddert, durchkaut. Und du bist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr dieses Alte. Ja, das möchte ich auch nur sagen. Arbeit mit dem Unterbewusstsein bedeutet nochmal quasi die alten Bilder, alten Look vielleicht hochkommen zu lassen. Ja, das, was dich, wo du dich wohlfühlst. Karriere, Transformation. Das geht natürlich ganz krass mit dem Karrierensprung auch mit rein. Weil so eine Frau, von der ich hier spreche, die arbeitet auch das, wo sie sich geil findet. Ja. Du gehst mittlerweile arbeiten nicht, weil du musst, weil du Geld brauchst. Ich meine, das Geld irgendwie kommt, muss auch reinkommen. Aber du arbeitest mittlerweile, weil du sagst, why not? Ja. Arbeit erfüllt dich. Es ist so eine ganz neue Herangehensweise an die Arbeit, die ehrlich gesagt sehr, sehr weise ist. Ich würde dir empfehlen, daran zu arbeiten, dass Arbeit für dich Erfüllung ist, dass auf Arbeit du alle deine Talente, Fähigkeiten einsetzen kannst. Das ist so geil. Das ist so, als wenn du zum Beispiel als Busfahrer arbeitest und du weißt ganz genau, dass du einen stabilen Job hast. Du wolltest schon immer Busfahrer sein, als Kind zum Beispiel. Ja? Nehme an, du hast bei Telekom studiert, du bist ein sehr, sehr, weiß ich nicht, intelligenter Mann. Was ist Intelligenz? Und dann stellst du aber fest,
Da wolltest du schon immer Busfahrer sein und dann machst du Busfahrerausbildung und dann arbeitest du von mir aus entweder bis dein Lebensende oder für die nächsten 2 Jahre, für die nächsten 6 Monate als Busfahrer in deiner eigenen Stadt, fährst endlich an die Orte, an die du dich sonst nie getraut hast, also machst du gleich eine Seelenheilung, arbeitest mit Menschen, sorgst dafür zum Beispiel, dass jetzt alle den Busfahrer lieben, weil du irgendwie deine eigene Show machst. Bumm. Ja, also irgendwie ganz, ganz viele. Ganz, ganz vieles kommt zusammen und deine Aufgabe darin ist, all das zu sehen und das quasi halten zu können. Ja, als ob du hier so einen Energiestrang hast, hier hast du einen Energiestrang und dann hast du noch wie ein Oktopus ganz, ganz viele Arme, die fühlen alles, die sehen alles und die wollen alles, gleichzeitig aber auch nicht. Aber wie gesagt, in dieser Spannung fühlst du dich. Aber diese Spannung muss sich gut anfühlen. Deswegen ist sehr, sehr wichtig, dass du Sport machst und so eine Sportart findest, so eine Bewegungsart findest, wo du deinem Körper es erklären kannst, was du zum Beispiel beruflich machst, wenn dein Beruf jetzt nicht arg mit der Physis zusammenhängt. Ja, du bist zum Beispiel ein sehr, sehr intelligenter Neurologe und du arbeitest den ganzen Tag am Tisch. Obwohl du wahnsinnig aufregende Bilder siehst, ja, und dann geht dein Gehirn voll ab. Wenn dein Körper sozusagen aber physisch das nicht nacherleben kann, das Auf und Ab, das Verspielte, das Stop, dein Stop and Go, wird irgendwo eine Dissonanz in der Gesundheit stattfinden. Das nennt man auch Krebs. Das verschiebt sich dann komplett. Dass dein Immunsystem gar nicht mehr weiß, wo vorne hinten ist, wo innen außen, wo sind die Feinde, wo sind meine Leute, wie viele Runden haben wir noch, wer bin ich überhaupt? So eine Identifikationskrise. Wenn du dadurch schon durchgelaufen bist, herzlichen Glückwunsch. Das mag sich hier wieder vielleicht bewusst machen, aber ich verspreche dir, wenn du einfach nur weitermachst, ich empfehle dir, für deine Arbeit einfach spazieren zu gehen. Wenn du nicht laufen kannst, laufen ist vielleicht am besten, wo du dein Herz ein bisschen in die höhere Schwingung bringst und stärker mehr atmest, sodass deine Pumpe wieder, ja, diese Aufregung sozusagen, die du auf Arbeit erlebst, die du physisch erlebst, deswegen laufen ist das Beste. Weglaufen, zuschlagen oder einstarren ist das, was unser Bewusstsein am besten kann, unser Körper. Und weglaufen oder hinrennen seinen Zielen entgegen ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig im Leben zu wissen, wie man das physisch macht. Deswegen würde ich dir wahnsinnig gut empfehlen zu laufen. Laufen ähnelt auch dieser absoluten Full-Body-Spannung, von der ich auch vorhin gesprochen habe. Du wirst das feststellen, dass auf Dauer ist langsam laufen vielleicht langweilig, dann wirst du ein bisschen schneller laufen. Dafür musst du deine Füße ein bisschen anders aufstellen, vielleicht die Hüfte auch anders bewegen, anders atmen, deine Wirbelsäule richtet die sich wieder aus. Wenn du es jeden Tag machst und wenn du sagst, ich habe jetzt kein großes Ziel, aber ich will einfach nur 20 Minuten mich bewegen können, ohne anzuhalten, wird dein Körper mit der Zeit so intelligent dir dabei helfen, du wirst abnehmen. Alleine deswegen, weil dein Körper feststellen wird, so viel Gewicht an den Oberschenkel, am Po brauchen wir nicht. Ja. Diese Type, also diese the girl, the boy, ja, du quasi, das macht jetzt diese Sache etwas öfters. Also müssen wir uns jetzt der neuen Aktivität anpassen. So kann man sich selbst programmieren, indem man anfängt, etwas Neues zu machen. Ja. Also trau dich, alle oder möglichst viele Talente, die du selber genießt, zusammenzubringen. Erlaube dir selbst erwachsen zu sein. Das ist der Erwachsensein-Moment, wo du deinen eigenen Job aussuchst, wo du deine eigenen Projekte kreierst. Du gehst hin, du packst aus, du zeigst dich und dann ziehst du dich zurück und beobachtest das Ganze. Geld, guck mal, wie geil die Karte ist. Weißt du, was das bedeutet? Quasi, du könntest eine Fitnesstrainerin sein, die Kurse gibt. Gleichzeitig könntest du eine Bitcoin-Dussi sein, die mit Bitcoin handelt. Gleichzeitig könntest du noch eine Schuhfabrik haben und vielleicht noch eine Katzenpension. Und dabei siehst du noch richtig schicke aus, lebst in einem geilen Ort, Menschen lieben dich und das Leben ist geil. Das ist all das, was ich hier sehe in dieser einen Karte, weil du mich hier richtig heiß gemacht hast mit deinen Themen hier, richtig auf vorbereitet hast. Also das ist, wenn ich quasi mich hineinsetze in diese Energie und wenn du in diese Energie bestehen kannst, ja, physisch ist es manchmal anstrengend, erfolgreich zu sein, weil
abgesehen davon, dass man mehr will, man muss diese Aufregung, das gute, schöne Leben erstmal auch handeln können. Insbesondere, wenn man das Gefühl nie zuvor erlebt hat. Das heißt, Laufen ist wahnsinnig wichtig, um seine Lungen wieder freien Lauf zu geben, damit du anfängst, wieder gut tief zu atmen. Also, zweite Stäbe ist, fokussiere dich auf Selfie. Yes. Ganz simpel, ganz einfach. Mach einfach spontan ein Selfie. Jeden Tag. Das kannst du 21 Tage lang machen. Du wirst sehen, dass dein Gesicht sich verändern wird, dass deine Schminke, dein Zuhause sich verändern wird. Ich sehe generell in aktuellen Medien, Social Media, wahnsinnig viel Potenzial, um sein Leben von innen sozusagen durch die Linse der Social Media oder des Phones aufzupeppen, abzugraden. Sprich, die Foodblogger, die müssen natürlich gut, schön das Leben, das Essen einrichten. Und ohne Social Media werden sie es vielleicht nicht so schick einrichten. Die Fashion-Blogger und das Gleiche, die Home-Interior das Gleiche. Habe ich gerade selber festgestellt, als ich in der Pandemiezeit angefangen habe, viele Livestreams zu schalten, dass ich gemerkt habe, okay, krass, das sieht jetzt auf dem Video jetzt gar nicht so toll aus, würde mir jetzt gar nicht gefallen. Und das ist die Selbstreflexion, von der wir hier sprechen. Und wenn du finanzielle Probleme hast, wenn du eigentlich so ein Lebensziel haben möchtest, von dem ich eingangs gesprochen habe, der wird dahin führen, aber du musst erkennen, wo du gerade stehst. Wie weit entfernt bist du von den Möglichkeiten, von denen du erzählst? Du magst wahnsinnig starke Pläne haben und wahnsinnig stabile Pläne und diese Pläne mögen tatsächlich sehr, sehr gut sein, aber du unternimmst nichts. Ja, du sitzt da auf deinem Berg und du redest nur schön, wie man was machen könnte, aber man sieht dich nie handeln. Deswegen, wenn du möchtest, dass deine Themen anfangen zu greifen, nehmen wir an, du hast zwei Projekte, du musst sie irgendwo pitchen. Geh auf die Straße, die Straße ist das geilste Polster, um festzustellen, oder zu deinen Eltern, ja, wildfremde Menschen oder deine nächsten Menschen sind eigentlich meistens immer die krassesten Kritiker. So kann man immer das, was man in der Familie lernt, im Außen anwenden und vice versa. Ja. Also unternehme etwas, lass die anderen Menschen davon wissen, dass du diese Talente hast, dass du so vielfältig bist, damit du auch deinen Preis in die Höhe schießen kannst. Weil sonst die anderen denken vielleicht, du hast nur ein oder zwei Talente, aber du hast halt acht. Weißt du? So, Seelenplan, der Turm. Ja, sei deine eigene Challenge. Du bist das Problem, du bist die Lösung. Fordere dich selbst heraus. Plane dir etwas Verrücktes, Spontanes. Erschüttere dein eigenes Universum und komme selber klar mit den Themen. Beziehungsweise so kannst du dich motivieren, wenn du nicht weißt, wie du mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen sollst. Stelle einfach nur vor, dass du dich selbst testest. Das ist quasi von den Freunden alles eingerichtet ist. Ja, du kannst jederzeit auf den, also wenn es wirklich gar nicht geht, wird die Hilfe natürlich auf jeden Fall kommen, aber stell dir vor, du möchtest die Aufgabe selber lösen. Ja, bitteschön. Du möchtest die Aufgabe bitte selber lösen. Das ist die Bestätigung. Das möchte die Geldenergie von dir. Stell dir vor, du würdest jetzt dich an diese Zeit erinnern. Aus der Zeit, wo du endlich alles gemacht hast, geschafft hast, das Imperium ist aufgebaut, die Kohle sitzt alles, ja, du bist diese Person, die du immer sein wolltest, nicht nur vom Labern, sondern auch vom Physischen. Du kannst es an deinen Checks, deiner Lebenslage und deinen Autos nachweisen, ja. Was würdest du, nehmen wir an, du bist jetzt von der Wegzweigung, stehst an der Wegzweigung, soll ich das oder das machen? Hier ist quasi Schwanz einziehen und einfach nur weiterquatschen und hier unternehmen, auch wenn du nicht weißt, was du tun sollst. Ja. Was würdest du dann wählen? Worauf wärst du mehr stolz, wenn du auf dich aus der Zukunft, auch wenn du auf dich schauen würdest? Du würdest wahrscheinlich sagen, so kann man das gar nicht sagen. Ich würde beides ausprobieren, bis ich feststelle, wo ich besser bin. Und mit diesem Ausprobieren hier und da wirst du eigentlich auf lange Sicht in beiden oder in mehreren Techniken besser. Also erlaub dir ein bisschen breitbeinig zu stehen sozusagen. Nicht nur auf das eine zu krass vertrauen, vielleicht auch nicht zu krass auf das andere. Irgendwo mehrere Projekte nebenbei laufen lassen. Es könnten vielleicht auch zwei Sprachen sein, wie bei mir zum Beispiel auf dem Channel. Es könnten zwei
komplett verschiedene Lebensbereiche sein, komplett zwei gegensätzliche Geschäftsideen, aber das eine mag das andere bereichern. Zum Beispiel, du bist selbstständig und du bist gleichzeitig Student. Das heißt, deine Selbstständigkeit hilft dir. So was bei mir. Ich habe Wirtschafts- und Wissenschaften eigentlich studiert und nebenberuflich habe ich meine eigenen Tanzkurse gehabt. Und so hatte ich quasi, oh Gott, was sagt man in der Uni? So war ich an der Uni und dazwischen, zwischen den Lektionen, zwischen den Unterrichtseinheiten hatte ich manchmal meine Kunden, wo ich dann Geschäftsführerin quasi war. Und beides hat mir echt mega gut geholfen, hier mal die Selbstsicherheit aufzubauen und hier mal auch locker zu werden, zum Beispiel. Magst du vielleicht auch das als Inspiration für deine Situation gerade nehmen? Du beherrschst deine Nischen perfekt. Ich bin hier nur dafür da, um quasi dir das Gesamtbild aufzuzeigen und zu zeigen, guck mal, du kannst deine Fähigkeiten, deine bereits bestehenden Bühnen auf diese Art und Weise verbinden sozusagen. Ja. Sodass du dich in deinem eigenen Netzwerk, sodass du dich in deinem eigenen Alltag wohlfühlst. Ja. Weil hier braut sich einiges auf und ich kann mir vorstellen, dass du sogar selbst von der Verantwortung, die jetzt auf deinen Schultern bereits da schon steht, Angst hast, weil das schon beachtlich, was du da erschaffen hast. Ja, das ist echt, ja, du bist quasi, die Menschen sehen schon, dass da was Großes hinter dir ist, dass da was Großes dich umgibt. Für manche bist du auch schwer erreichbar. Sei dir auch dessen bewusst, ja. Also dein Wert ist wirklich mittlerweile sehr, sehr besonders. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst und du fühlst dich besser und stärker in deine Kraft. Hab einen großartigen Monat. Lass mich wissen, wie der Monat so verläuft, ob meine Prophezeiungen auf dich zugetreten sind. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine geile Zeit. Danke fürs Anschauen. Bis dann. Bye bye.